Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, sehr verehrte Mitbürger. Wenn man unsere Medien verfolgt, dann glaubt man ja wirklich, Russland sei völlig isoliert. Und wir tun alles, um in diesem furchtbaren Konflikt, der uns alle erschüttert, Partei für nur eine Seite zu ergreifen. Und man spricht davon, dass man die Ukraine ertüchtigen möchte, dass sie diesen Krieg gewinnt und Russland diesen Krieg verliert. Bei der Illustration des Verlierens geht man bis dorthin zu sagen, warum eigentlich nicht darüber diskutieren, dieses große Land zu zerschlagen. Man nennt das Dekolonialisierung. Nun, die Realität ist eine andere. Ich war in der letzten Woche auf Einladung des St. Petersburg Economic Forum von Donnerstag bis Sonntag in dieser Stadt. Ich war dort lange nicht gewesen und ich muss sagen, das ist als Disclaimer vorausgeschickt, nichts, was Sie zu diesem Thema in den Medien lesen, hat auch nur annähernd mit der Realität zu tun. Es gab ganz wenige Beiträge darüber, über das Forum selbst, und diese Beiträge hatten einen Tenor: man sei dort unter sich geblieben. Nun, ich will Ihnen einige Zahlen nennen, wie dieses unter sich aussah. Es waren insgesamt 69 Länder da, die Regierungsvertreter geschickt hatten. Es waren 120 Organisationen, Konzerne, Stiftungen, Cluster, ja, große Industrieverbände vor Ort. Innerhalb dieser drei Tage, worüber dort diskutiert worden ist, sind Verträge zustande gekommen in einem Gesamtvolumen von 42 Milliarden Dollar. Die beiden Länder als explizite Gastländer genannt waren dieses Mal Algerien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der gesamte globale Süden, das, was sich gerade auch in BRICS manifestiert, 19 Länder wollen dem Westen in seinen Strukturen mit G7, G20, mit NATO, mit EU, mit der sogenannten regelbasierten Weltordnung, die alle Regeln nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden hat, im Sinne von ganz wenigen Ländern, die sich im Zweifel, wie wir in Irak und Syrien gesehen haben, noch nicht einmal daran halten. Dieser globale Süden sagt jetzt, wir haben eine Richtung gefunden. Und von diesem St. Petersburg International Forum ging vor allem eins aus: ein unfassbar großer Aufbruch. Ich kann Ihnen verraten, dass, wenn man heute durch Petersburg geht, Sie finden keine europäische Stadt, die so sauber, so technisch innovativ, so gut entwickelt, infrastrukturell pünktlich ausgestattet ist wie dort. Man begegnet Menschen, die völlig entspannt sind, die Läden sind gefüllt, es gibt auch keine Engpässe, wie uns Glauben gemacht wird, es werden keine Chips aus Waschmaschinen ausgebaut. Und die Leute, die ich getroffen habe, und das waren viele, waren sich vor allen Dingen in allem einig: wir haben jetzt eine Richtung und wir werden jetzt alles tun, wirklich den Ländern zu einer Stimme zu verhelfen, die bisher unter ferner Liefen gehandelt worden sind. Sie werden gesehen haben, es waren dort viele afrikanische Länder da, Sie werden gesehen haben, den Stellenwert der afrikanischen Länder an einer ganz einfachen Geste. Als die Delegation aus Südafrika zu Friedensgesprächen in die Ukraine und nach Russland reisen wollend auf dem Flughafen in Warschau gelandet ist, hat man irgendeine Kleinigkeit erfunden und hat tatsächlich diese Delegation über 25,5 Stunden auf diesem Flughafen in Warschau in dem Flugzeug festgehalten, hat sie nicht aussteigen lassen, weil man ihnen zeigen wollte: ihr könnt gerne in die Ukraine reisen, aber ihr reist nicht nach Russland. Das ist eine unfassbare diplomatische Einmischung in Dinge, die offensichtlich wir Europäer gar nicht mehr hinbekommen, nämlich Frieden zu vermitteln. In der letzten Woche hat Olaf Scholz gesagt, er möchte mal wieder mit Putin reden, hat natürlich seine üblichen Forderungen vorher postuliert, und Russland ist gar nicht bereit mehr, mit Deutschland zu reden. Und das ist das eigentlich Dramatische. In dieser Entwicklung, die ich mit Händen greifen konnte, gibt es einen Aufbruch, der in eine wirkliche multipolare Weltordnung geht. Das ist vielleicht das Wort, was ich am häufigsten gehört habe. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht noch eine USA, die ich für eine gewisse Zeit mit ihrem großen Bilanzdefizit behaupten kann. Aber ein Kontinent, eine Region dieser Welt gerät momentan zwischen diese Mühlsteine und gerät unter die Räder, weil wir nicht gelernt haben, Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist Europa, allen voran Deutschland.
Ich will Ihnen eine Sache deutlich machen. Der Bilanzrückgang zwischen Russland und der EU ist aufgefangen worden durch einen Anstieg der Handelsbeziehungen zwischen Russland und Indien und das über 120%. Die Tatsache, dass russische Vermögen in Europa enteignet, eingefroren, ja, man kann sagen, gestohlen worden sind, hat dazu geführt, dass jetzt diese Gewinne aus diesem großen Land alle in der eigenen Region, im eigenen Land angelegt werden. Das hat zu einer Steigerung von über 800% geführt. Uns, liebe Mitbürger, ist immer gesagt worden, alle Sanktionen haben den Effekt, Russland zu schwächen. Und wir sind auf jeden Fall in der EU nicht von diesen Sanktionen betroffen. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine Lüge. Am 8. Juni hat die EU-Kommission selbst gesagt, die Eurozone befinde sich jetzt in der Rezession. Der IWF hingegen sieht Russland im ersten Quartal mit 3,3% Wirtschaftswachstum und im Gesamtjahr mit 2%. Das heißt, auch dort, wir sind angeschmiert worden von denselben Leuten. Sie machen uns Dinge glauben, die alle nicht eintreten. Meine These, diese Politik wird enden, wie unser Ende in Afghanistan ausgesehen hat. Diese Politik wird enden, wie jetzt in Mali, dass wir rausgeschmissen werden. Diese Politik endet in einem furchtbaren Desaster. Und Sie, wenn Sie diese Änderungen nicht selbst demokratisch vornehmen, werden am Ende die Zeche bezahlen müssen. Glauben Sie, dass diese Politiker in der Lage sind, dafür aufzukommen? Nein, Sie kennen das Wort Verantwortung nicht. Das ist ein kleiner Einblick in einen schmalen Korridor von Außenpolitik. Ich kann darum nur werben, dass Sie selbst neugierig genug sind, sich alternativ zu informieren. Wir sind jetzt mit unserer Partei wirklich in der Situation, durchzudringen. Die Leute haben das Gefühl und sie haben das Bewusstsein zu sehen, dass es so nicht weitergehen kann. Bleiben Sie uns treu, seien Sie neugierig, kämpfen Sie für unser Land, wie wir es tun. Vielen Dank.